Hallöchen, guten Morgen zusammen. Wir sehen's im Hintergrund. Britisches Pfund, Kandala hat die Chance auf einen bullischen Lauf. Den hat oder diese Chance hat jetzt der Euro-US-Dollar auch. Nachdem wir ja gestern noch kurz drüber geplaudert hatten, ja, wo wir stehen, mittendrin in der Range, ist er gestern absolut hier in den Lauf nach oben gekommen, hat die obere Begrenzung zerschmettert. Deswegen kommt der Euro-US-Dollar jetzt direkt auch mit in unsere Sendung hier rein. Ansonsten, wie schon gesagt, sprechen wir über Pfund-Kan-Dollar, Austral-Dollar, japanisches Yen und das Währungspaar US-Dollar-Schweizer-Franken. Damit ja die kleine Einladung und ein schönes guten Morgen an alle, die hier auch live zuschauen. Die Grüße kriege ich auch rein. Danke dafür. Das freut mich wie immer sehr. Wir machen weiter mit dem Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das besprochen und wir können uns um ja, die Tagesnachrichten kümmern. Ja, ich gehe heute ein bisschen flotter durch. Ich bin heute ein bisschen zeitlich eingeschränkt. Habe nachher noch ein bisschen was vor. Ich kriege ein Filmteam hier in mein Büro. Da muss ich noch ein paar Vorbereitungen machen. Deswegen die wichtigsten Dinge jetzt direkt hier vor Ort und zwar ohne Geplänkel. Nachrichten, wie immer, diese Woche ist nicht wirklich viel auf der Uhr. Chinas Erzeugerpreisindex sind weiterhin rückläufig. Sehr interessant ist allerdings, dass sich die Handelsbilanz in Deutschland doch deutlich gesteigert hat. Hier an dieser Stelle sehen wir einen deutlichen Zuwachs, mehr als doppelt so viel als in der Vormeldung. Das ist schon mal eine Hausnummer. Heißt also, es wird wohl wieder mehr gehandelt. Also wieder auch mehr exportiert. Das sollte der Wirtschaft in Deutschland helfen für die Zukunft. Schauen wir, wie es wird. Ansonsten heute im Laufe des Tages gibt es das Treffen der Eurogruppe. Da wird sicherlich das ein oder andere besprochen, auch in Bezug auf die aktuelle Covid-19-Geschehnisse. Werden wir sehen, was da kommt, ob das überhaupt Einfluss hat. Ich weiß es nicht so genau, aber wir sehen in den USA heute Nachmittag einen wichtigen Zeittermin und zwar um 14.30 Uhr. Da gibt es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wir wissen ja wie immer, wie es ist, wenn die weniger sind, als das die Analysten hier erwarten. Das ist dann eine sehr, sehr positive Überraschung und das könnte dann die Märkte nach oben stützen. Ist es schlechter? Naja, wir wissen, was los ist. Entweder es geht in den Keller oder aber, das müssen wir auch immer auf der Uhr haben, der Markt steigt, weil er Hoffnung hat, dass es noch mehr Geld gibt. Also muss man wirklich sagen, das Ganze hier an dieser Stelle ja, läuft. Es ist kein Ton da, sehe ich gerade. Na, das ist ja ein Traum, dass ich das gesagt bekomme. Wartet mal bitte ganz kurz. Hier, der Ton ist aus. So, Stummschaltung, Audio ein. Danke für den Hinweis, liebe Zoom-Zuschauerinnen und Zuschauer, Ton ist da, müsste jetzt also wieder durchkommen. Danke, das hilft mir immer sehr, weil ich ja nicht weiß, was auf der anderen Seite ankommt, aber Facebook scheint zu laufen. Da sehe ich die Ausschläge ja direkt da, traumhaft, ja, super. Also, wir sehen, wir gucken jetzt gleich auf die Währungen. Ich hatte es gerade gesagt, an dieser Stelle, hier mit Blick auf die Währungen für den heutigen Tag möchte ich etwas vorziehen. Wir hatten gestern im Zoom-Webinar die Frage oder eine Frageteilnehmerin, es war, glaube ich, auf der Facebook-Seite war es gewesen, was ist mit dem Euro los? Wir hatten ja gestern drin gesprochen, gestern Vormittag, ich mache nochmal ganz kurz den Stundenchart auf, da sind wir hier im Median rumgeschwungen und da hatten wir gesagt, okay, deutlich positiv kann es werden, wenn wir tatsächlich das Median nach oben durchspringen und dann nach oben laufen. Wir sehen ja auf der Oberseite auch noch die Punkte, die ich dort gewählt hatte. Hier oben dieses kleine Level um die 1,13, 3,32. Das sehen wir, sind wir dran gelaufen, haben drüber gehalten und jetzt kam der Sprung oben drüber. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Tageschart anschauen, dann sehen wir momentan, dass hier auch ein wichtiges Level rausgenommen worden ist. Heißt also, dieser Widerstand, den wir hier oben drauf hatten, hier wo die Spikes immer mal so reingelaufen sind, den haben wir jetzt gestern wieder angelaufen. Dann haben wir kurz korrigiert und das ist das Schöne, wenn ein Markt sich unter so einer Marke sammelt, dann könnten wir durchaus weiteren Schub nach oben bekommen. Und das ist ja genau das, was wir hier gesehen haben. Weiter steigende Kurse, Trendfortsetzung in der kleinen Zeiteinheit bringen hier höhere Kurse in den Fokus. Und zwar als nächstes mal die Marke um die 1,1422. Das war das Zwischenhoch hier oben, was wir geschrieben haben am 10.06. Und wenn das auch noch rausgenommen wird, dann haben wir hier oben knapp 15, also knapp 1,15 drin stehen als Widerstandslevel. Wenn ich das mal etwas enger zusammenraffe, sehen wir, wo das herkommt. Schaut, das kommt von hier drüben aus diesem Verkaufsbereich raus.
Also, da ist einiges an Potenzial zur Oberseite da. Und wie schon gesagt, ich rufe immer wieder gerne dieses Bild hier. Wartet mal, ich muss mal kurz schauen. Das habe ich neben mir immer liegen. Hier, schaut's. Kann man es sehen? Euro, US-Dollar. Ja? Das war mal der Chart, den ich hier besprochen hatte. Wie es durchaus in Zukunft im Euro auch laufen kann. Und das wäre interessant. Und wenn wir tatsächlich hier oben die 1,1422 wuppen, puh, Leute, dann sieht das wirklich so aus, als wenn der Markt aufbrechen möchte Richtung 1,18. Haben wir viel Potenzial auf der Uhr. Besprechen wir hier natürlich direkt auch mit rein. Das zum Euro-US-Dollar. Wir machen jetzt weiter mit den Währungspaaren, die ich auch schon im Blog besprochen hatte. Heißt also hier an dieser Stelle, ja, läuft mit dem britischen Pfund, Australdollar, japanischen Yen und US-Dollar, Schweizer Franken weiter. Wir starten mal durch hier mit dem Australdollar, japanischen Yen. Gestern hatten wir ja auch das Cut auf der Uhr, heute kommt der japanische Yen und da sehen wir, was hier passiert. Wir haben eine schöne Kontraktion unter einem, ja, wichtigen Kursbereich, nämlich hier, schaut euch das Level mal an, die Marke von 75,15, die hat im Tageschart auch eine wichtige Relevanz, schaut mal hier, das ist der große übergeordnete Aufwärtsschub, hier die brutale Rallye oben rein bis 76,75, die Korrektur hat mittlerweile einen Doppelboden gefunden und schiebt jetzt nach oben, also das heißt, wir haben einen etwas größeren Schwankungsbereich, wenn man das mal so sehen möchte, hier im Tageschart zwischen dem Widerstand oben bei 75,15 und hier unten der Auffangbereich, der Doppelboden bei 72,65. Das ist das Interessante. Und was jetzt hier wirklich sehr, sehr spannend ist, ist wirklich, schaut euch das mal an. Wir haben hier oben sowas in der Art wie eine hohe Flagge. Und wenn wir endlich mal davon wegkommen, dass der Markt Ewigkeiten in Seitwärtsphasen rumrennt, dann haben wir wirklich jetzt eine Chance, oben die 75,15 rauszunehmen. Und dann hier Richtung 76,75 aufzustreben. Das ist interessant und das ist wirklich das, was hier auf der Uhr jetzt vor uns liegt. Das ist spannend und das schauen wir uns mal eben noch im Stundenchart an. Im Blog hatte ich geschrieben, in der Ausgabe von der heutigen Tickmills täglichen Trading-Ideen, ja, ich habe dem Ding jetzt einen Namen gegeben, ich habe lange gesucht, nachdem das Research am Sonntag einen festen Namen bekommen hat, haben es die täglichen Trading-Ideen jetzt auch an dieser Stelle. Und wenn ich das mal kurz zusammenbringe, dieses Bild, dann sehen wir es hier aktuell jetzt mit Blick in den Stundenchart. Hier, dieses Level hier oben ist halt wichtig, die 75,15, da müssen wir drüber. Und es ist auch sehr, sehr schön, wo der Markt angehalten hat. Ne? Wir hatten hier diesen letzten Kaufbereich, da sind wir noch ein Stückchen tiefer drunter gegangen. Aber so richtig gelöst hat sich das Währungspaar nie von diesem Kaufbereich. Also um die Marke von 74,700, das Zwischentief haben wir hier bei 74,500 bekommen oder bei 74,5. Jetzt streben wir hoch. Nehmen wir dieses kleine Level hier. Wartet mal, ich zeige euch das mal ganz kurz auf. Schaut mal hier oben, da ist noch so ein kleines, naja, so ein untergeordneter doppelter Widerstand bei 75,06. Der muss natürlich noch weg, aber wenn wir wirklich drüber streben, diese Marke hier oben 75,15, wenn die wegläuft, ist das der Ausbruch durch die Oberseite und das wäre dann rein aus der charttechnischen Geschichte, wenn man sich auch mal die Entstehung von Kursmustern anschaut, hier sind wir halt auf dem hohen Niveau, wir verharren so ein bisschen drunter und wenn wir da drüber wegfliegen, das wäre dann wirklich die Initialzündung. Wenn es dann nach oben geht, jetzt gehe ich nochmal in den 4-Stunden-Chart rein, wenn es nach oben geht, haben wir auch ein paar schöne planbare Anlaufpunkte, die hier auf dem Weg zur 76,75 liegen. Da hätten wir einmal hier das Widerstandsband. Hier haben wir im Verkaufsbereich zwischen 75,42 und 75,61. Das wären die ersten Anlaufpunkte. Und das ist halt das Gute, wenn an diesen Stellen tatsächlich die Absicherungspositionen der Trader quasi umgesetzt werden, bringt das natürlich weiteres Kaufinteresse in den Markt. Und das zieht hier dann hoch und dann ist der nächste Anlaufpunkt bei 76,27 und dann haben wir schon das Zwischenhoch. Das sind wichtige Marker, die wir oben haben. Kommt es zum Abprall? Ja gut, was soll man dazu sagen? Das kann natürlich immer passieren. Dafür gibt es dann die Absicherung, wer die Long-Geschichte trägt. Wer allerdings im Kurzfristbereich traden möchte und wir hier tatsächlich einen Abprall nach unten hin sehen, der kann sich auch gut orientieren. Zur Orientierung
einmal, wenn wir auch das Ganze auf dem Tageschart betrachten, sehen wir es auch, die 74,5, das ist mal ein wichtiges Marker oder ein wichtiger Marker. Und im ganz kurzfristigen Bereich haben wir hier, wenn wir das Ganze unten drunter mal ziehen wollen, hier das kleine Zwischentief unten um die 74,80. Das wäre mal initial und das ist das, was wir auch im 15-Minuten-Chart sehen. Hier, da hatten wir mal einen drauf, sagen wir mal einen Test, dieses Level. Das hat hier drüben auch eine wichtige Rolle gespielt. Von der Seite her ist das schon interessant, was hier passiert. Ja, und da müssen wir einfach schauen, was los ist. Bitte nicht verwirren lassen von diesen blauen Linien hier. Das ist ja immer da, wenn wir einen Trendbruch gehabt haben und der Markt noch nicht so wirklich weiß, wohin will. Ist wieder eine Seitwärtsphase, ist ein Verharren, aber wenn das oben aufgelöst wird, haben wir sofort wieder einen Aufwärtstrend, auch in den 15 Minuten. Und das passt dann ja auch in das Bild der 4 Stunden. Und dann haben wir gute Karten hier, die Oberseite reinlaufen zu lassen. Nächster Chart, britischer Pfund, kanadischer Dollar. Hier mit Blick auch in eine schöne Aufwärtsdynamik, muss ich sagen, wenn wir uns den 4-Stunden-Chart anschauen, für die kurzfristigen Trader ist das wirklich eine sehr, sehr interessante Situation. Vor 2 Kerzen haben wir hier das Umkehrsignal bekommen. Ich ruck's mal kurz ins richtige Licht, also schaut hier schön der Aufwärtstrend da, hier die Korrektur, hier haben wir die Umkehrkerze bekommen, diese Umkehr, und die wurde mittlerweile auch schon bestätigt. Und wenn wir uns jetzt mal nur diesen Trend anschauen, ich zeige gleich, warum ich so viel Wert auf diesen 4-Stunden-Trend jetzt lege. Wir gehen mal kurz in die 15 Minuten rein, da sehen wir es. Schaut mal hier unten, ich nehme mal kurz den höheren Zeitrahmen raus, den kleineren auch. Was wir hier an dieser Stelle brauchen, ist sozusagen der Blick ins größere Bild. Und schaut euch mal an, was hier passiert ist. Runter, hoch, runter, hoch, runter. So, und was passiert jetzt hier an dieser Stelle? Hier oben, wenn dieses Level hier tatsächlich rausgenommen wird, dann haben wir wirklich die bestätigte Umkehr. Also das heißt, was ich damit meine ist, hier schaut mal, da hatten wir das letzte Korrektur hoch des Ganzen, hier unten das Tief. So, und wenn wir tatsächlich dort rüber gehen, dann ist halt dieser Abwärtstrend hier, der ist rausgenommen worden und das ist die Umkehr, die wir dann sehen. Also wird das tatsächlich bestätigt nach oben hin, dann haben wir den Plan, Richtung 1,714 nach oben zu laufen. Wenn das Ding auch noch wegfliegt, dann setzt sich die Stunde bzw. der 4-Stunden-Trend auch nach oben fort. Und das ist sehr, sehr interessant. Absicherungslevel sehen wir hier im kleinen Bereich ebenfalls. Es wäre mal locker hier unten dieser Bereich um die 1,70, naja, 34, 35, 36 in diesem Bereich rum. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz mir hier oben noch eine Linie hinlegen und die hier unten grün machen. Wartet, wir machen das anders. So, also den Anlaufpunkt hier, wie schon gesagt, hier unten in diesem Bereich, beziehungsweise hier dann in diesem Kaufbereich, den ich habe, oben drüber. Wenn wir hier drüber fliegen, haben wir auch die nahen Level schon, was ja immer Charme haben kann für die Käuferseite. Oben die knapp 1,7085 und hier dann die 1,7104. Das sind die Marker, die wir schön im 15-Minuten-Chart ausmachen können. Und das sind dann halt die Dinge, die hier mit Blick auf die 4 Stunden schön nach oben laufen. Ne? Wenn ich das jetzt mal wieder reinlege, da hätten wir dann hier das untergeordnet über 1,7104 Trendfortsetzung. Und dann haben wir schon den nächsten Anlaufpunkt hier oben bei 1,7175. Das ist für die kurzfristigen Trader durchaus ein interessantes Level. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, wieso lege ich hier so großen Wert drauf zu sagen, wir schauen uns erstmal nur die 4 Stunden an. Das hat den Grund, dass der Tag übergeordnet noch abwärts gerichtet ist. Heißt also, wenn wir uns den Tag mal anschauen, wir sehen es, der Markt ist in einem Abwärtstrend verortet. Und das nicht nur im Tag, sondern hier, wenn wir uns das mal anschauen wollen, diesen Abgabedruck sieht man auch in der Woche. Und in der Woche sieht man noch was ganz anderes. Und in der Woche sehen wir wieder mal eine ewig lang anhaltende Seitwärtsphase. Das ist das, was es so ein bisschen tricky macht, aber halt auch die Chance gibt. Warum? Wir sind hier momentan, auch wenn da 1000 Linien momentan drin liegen, wir sind momentan, übertrieben, viele Linien, wir sind momentan im Median der ganzen Geschichte. Und wenn das Median sich entscheidet, nach oben in Richtung der oberen Range anzusteigen, dann haben wir halt gute Chancen für die Oberseite. Und wenn wir uns das jetzt nochmal sozusagen im Tageschart anschauen wollen, wenn wir hier den 4-Stunden-Trend, also das, was momentan die Gegenbewegung zu diesem Abwärtsschub ausmacht, da trennten wir ja auch schon, ja? Also wer das Ganze näher betrachtet, wir haben hier einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der schwingt hier auch schön nach oben, ne? Also das ist die korrektive Phase.
Und wenn sich das nach oben ausweitet, dann haben wir halt die Chancen, oben reinzulaufen. Das heißt, wenn wir tatsächlich nicht bei 1,7175 aufhören zu steigen, sondern darüber hinauslaufen, dann haben wir oben noch ein paar planbare Anlaufpunkte. Einmal hier dieses Drehlevel, als die Trendrichtung gewechselt hat, bei 1,725 und dann hier oben dieser Schwungbereich um die 1,732. Das ist Potenzial durchaus zur Oberseite da. Also, das haben wir da. Hier mit Blick auf die Long-Seite, auf die Short-Seite müssen wir natürlich auch noch kommen. Wenn der Markt keine Lust zu steigen hat, dann wird es halt erst einmal kritisch, wenn wir unten drunter laufen. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich das Level hier rausnehmen, dann ist erstmal hier im ganz Kleinen natürlich ein kleiner Abwärtstrend da. Das heißt, eine ausbauende Bewegung nach unten, also die korrektive Phase, wird sich weiter nach unten ausdehnen. Und wenn wir hier einfach mal schauen wollen, wo wir Anlaufpunkte haben auf der Unterseite, das wäre dann zum einen mal, wenn wir hier unter die 1,70 drunter fallen, dieses Kauflevel hier um die 1,6958, das ist das, wo sich dieser kleinste Aufwärtstrend hier gebildet ist. Ich mache das mal ganz kurz rein. Schaut es hier, als wir hier drüber gelaufen, wir sind gar nicht zur Trendbildung. Das ist das Level hier, könnte ein Kaufbereich sein und dann den kleinen Support hier unten am Zwischentief um der Marke von 1,689 hier mit Blick in britisches Pfund, kanadischer Dollar. Übrigens Wunschmärkte gerne auch rein hier an dieser Stelle. Ich kümmere mich gerne auch noch um den ein oder anderen Markt. So, ja, Fragen sehe ich momentan noch keine. Wir machen planmäßig weiter jetzt mit dem Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Das Ganze hier ein, ja, muss man sagen, sehr, sehr, sehr bärisches Verhalten mit ordentlich Potenzial zur Chartunterseite. Gefällt mir persönlich relativ gut, was wir hier sehen, auch von der Historie her. Ja, da gehe ich mal kurz auf die Historie ein. Hier an dieser Stelle oben schön. Das Verkaufslevel hier immer wieder angelaufen und immer wieder Kaufdruck reinbekommt. Da sieht man mal, warum diese Level Verkaufslevel heißen. Ja, das ist eine feine Geschichte. Mittlerweile sind wir gestern hier unten reingelaufen und da habe ich mir so überlegt, tja, was wird jetzt hier kommen? Sehen wir einen Abprall oder den Verkauf? Wir sehen momentan einen Abverkauf. Das heißt, wir bestätigen mal eben diesen Bruch nach unten hin. Nächste Anlauflevel, die wir hier zur Seite haben, wir sehen, da unten ist viel, viel Platz unten rein. Heißt also hier unten natürlich das Tief, was wir hier sehen. Im März hatten wir geschrieben, die Marke von 0,9183, das war das Tief hier unten. Und dann gibt es noch so einen kleinen Zwischenanlaufpunkt. Schaut mal hier, ich nehme mal kurz den höheren Zeitrahmen raus. Ach nee, das habe ich selber gemalt, wartet mal. So, mal nach Zahlen hier. Schaut mal, dieser Bereich hier unten, wenn man sich das Untergeordnete mal angucken will, haben wir das da, sehen wir es? Ja, schaut mal. Das war hier unten ein Bereich, da ist der Markt, naja, hier sieht man es nicht ganz so gut, aber hier sind wir reingelaufen, draufgelaufen, hoch, nochmal draufgelaufen, nochmal hoch. Das ist so ein kleiner untergeordneter Kaufbereich, das könnte durchaus ein erster Punkt sein zum Innehalten, wenn der Markt hier dynamisch nach unten durchläuft. Also die Short-Seite ist durchaus interessant. Sollten wir aus jetziger Sicht im Sinne der laufenden Bewegung eine Korrektur bekommen. Laufende Bewegung heißt der letzte Schub, der hat hier oben angefangen bei 0,953 und zieht sich jetzt nach unten. Da müssen wir jetzt wirklich mal in den kleinen Trend der Stunde reinschauen und da sehen wir schon, was hier abgeht. Wir sehen es, der Markt trendet schön nach unten. Er zeigt uns wieder sehr, sehr schön das trendige Verhalten an hier mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs unten ran. Hier sehen wir es, ein kleines Inhalten am Supportbereich unten. Und jetzt heißt es halt, wenn wir tatsächlich eine korrektive Phase sehen, sollten wir hier über dieses Level bei 0,9386 hier drüber laufen und dann nach oben ranlaufen. Und da sehen wir auch schon mit Blick auf das Ganze, sag ich mal, wirkliche Level hier, die 94, also 0,9432 wäre mal ein Anlaufpunkt, wenn wir uns mal auf das letzte kleine Zwischenhoch setzen. Und dann haben wir natürlich hier mit Blick auf diesen laufenden Abwärtsschub die 0,9954 hier liegen. Dann haben wir hier die 0,947. Und da können wir sogar noch ein Stück weit höher gehen hier, wenn wir wirklich eine tiefe Korrektur sehen sollten der letzten Bewegung bei 0,9494, die Marker hier oben drinne zur Korrektur. Und das ist das, was uns der US-Dollar Schweizer Franken an dieser Stelle verrät. Und damit sind wir durch mit den Handels, sage ich mal, Ideen für heute, die ich hier geschrieben habe. Wie schon gesagt, mit dem Zusatzpunkt vom Euro-US-Dollar. Ich schaue nochmal ganz kurz auf den DAX drauf. Der DAX pendelt weiter hin und her. Wir hatten ja gestern erst den Schub nach unten, dann den Weg nach oben. Die US-Märkte haben hier positiv reagiert und den deutschen Markt nach oben gezogen. Wir sind hier über ein schönes Level drüber gegangen, die zwischenzeitlich die Marke von 12.600
600 Punkten wieder zurückerobert. Aber ja, jetzt gehen wir so wieder im Kampf um die 12.6. Das heißt, hier unten wird es interessant, wie es losgeht. Das heißt, mit Blick auf den heutigen Tag, wenn wir uns das mal anschauen wollen, was wird interessant? Interessant wird auf alle Fälle mal das hier oben, dieser Hochbereich um die 12.685. Das war hier drüben das Verkaufslevel in diesem Bereich. Da sind wir rangelaufen und abgeprallt. Zwischenzeitlich haben wir diesen ganz, ganz kleinen Schwungbereich, also diesen hier drüben, also hier diese Bewegung, Seitwärtsphase, das kleine Tief hier und dann den Schub nach oben, den haben wir erstmal so ein bisschen nach unten angetestet. Kurzfristig zur Markteröffnung heißt das halt jetzt, wie geht's weiter? Jetzt haben wir natürlich, sollten wir den Abverkauf weiter bekommen, Abverkauf, also bitte das Ganze nur kurzfristig sehen, ist erstmal das Auffanglevel hier um die 12.500 Punkte Marke als erreichbares Level da, und wenn sich dort wie in den letzten Tagen wieder Käufer finden, wäre das durchaus interessant für einen Long. Warum ist das interessant? Was spielen die Märkte gerade, was die Märkte gerade machen, und das sage ich an dieser Stelle gerne nochmal, die Märkte machen gerade eins, tief kaufen, hoch verkaufen. Ja, was machen viele private Trader? Wenn es hoch geht, kaufen sie, wenn es tief geht, verkaufen sie. Der Markt spielt gerade das Gegenteil. Bitte haltet euch immer schön an den Markt, und wenn wir sehen, er spielt billig kaufen, teuer verkaufen, dann bitte nehmen. Ja, das ist ein ganz klassisches Szenario in Phasen so wie jetzt, wo der Markt auch unsicher ist. Da wird das, was teurer ist, verkauft, und wenn es wirklich preiswert erscheint, wird gekauft. Das sehen wir schön an den Leveln. Das heißt, hier dieser schöne magentafarbene Bereich um die 12.500 ist durchaus ein Bereich, ja, wo wir schön den Markt von unten nach oben wieder sehen können. Ein Zeichen, dass das nicht kommt, wäre der Abverkauf dieses Level. Und wenn dieses Level abverkauft wird, dann haben wir den nächsten Bereich hier unten, hier in dieser Bereich und dieser Marke um die 12.350 bis 12.380. Da haben wir einen Kaufbereich auch noch liegen, also einen Supportbereich hier, wo der Markt hier rumgedreht ist und dann nach oben gegangen ist. Das wäre mal der nächste Anlaufpunkt, wenn wir tatsächlich hier diesen Drehbereich nach unten verkaufen. Das Ganze dazu. Und wie schon gesagt, sollten wir hier übers Zwischenhoch bei 12.685 drüber laufen, ja, dann haben wir ganz klar die Marke auch da hier oben. Mal trendtechnisch das Zwischenhoch bei 12.817 und dann hier oben, ja, das Spike-Hoch bei 12.845 um. Ja, wie immer, bitte nicht auf die Nachkommastelle festlegen. Das war der DAX, das waren die Handelsbesprechungen für heute. Fragen sehe ich an dieser Stelle keine. Ich gucke nochmal kurz auf Facebook durch, hier an dieser Stelle, was wir da haben. Keine Fragen. In Zoom sehe ich auch gerade nichts. Das heißt, an dieser Stelle sage ich ganz lieben Dank fürs Zuschauen und ganz lieben Dank auch für meine Zuschauer hier auf Zoom, dass sie mir gesagt haben, dass der Ton noch fehlt. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich 8.30 Uhr. Blog-Eintrag gibt es vorher und morgen natürlich wie immer das große Programm. Wir checken alle Indizes mal auf Herz und Nieren. Und ich hatte es ja versprochen, wir schauen uns mal so ein bisschen für die Planbarkeit, die wirtschaftliche Planbarkeit, noch die anderen Indizes auf unserer Welt an, die für uns in Deutschland auch wichtig sein können und da so ein bisschen Zusammenspiel sehen können. Vorläufer, Nachläufer, ist ja einiges da. Also, danke fürs Zuschauen, ja, und bis morgen. Bye bye und bitte weiterempfehlen, weil es lohnt sich immer wieder zuzuschauen. Bis dahin, bye bye.